Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Weiß. Und wie ich befürchtet habe und gehofft hatte, dass es nicht passiert, hat Killian die Arena-Leiterin besiegt. Und dann geht es direkt weiter mit dem N. Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander im Kampf anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen. Und das alles unter dem Vorwand, sich besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug. Lass mich einfach mit deinem Pokémon sprechen. Da ich mit dem Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Und du bist Flapterix, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Black für ein Trainer? Verstehe. Black ist in Avernitia geboren und aufgewachsen, lebt dort zusammen mit der Mutter. Und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz. Da fällt mir ein Stern vom Herzen. Wenn auch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. Und ein jeder Mensch wie Pokémon sehen eine leuchtende Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Gesis benutzt den Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Weg der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf und sucht zwangsläufig den Plan, und die Leidtragenden sind letztendlich auch nur die unschuldigen Pokémon törichter Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir, und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solch formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Also wenn er mich wirklich von dem Pokémon trennen möchte, frage ich mich natürlich, warum er es jetzt nicht getan hat. Aber ich glaube, er weiß, dass wir stärker sind und er die Legendaries dafür braucht. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wo es jetzt lang geht. Deswegen spreche ich jetzt erstmal mit der Ollen. Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtliche Ödnis wieder urbar gemacht. Diese tatkräftige Gemeinschaftsgeist von einst wird niemals schwinden. Ich finde es ja immer genial, wie ich, wenn ich was vorlese, ungefähr jedes dritte Wort falsch lese. Und schlimm ist, es fällt mir nicht nur erst dann auf, wenn ich den Part sehe, sondern auch direkt. Aber ich tue ja wohl jetzt wegen ein paar Lesefehler nicht den Part neu aufnehmen. Okay, da hatte ich eine richtige Erinnerung, da war noch ein Pokéball. Oder ein TM. Relativ nutzlos, so viel ich weiß, aber immerhin haben wir es. Dann gehen wir mal irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin das sein sollte. Ich glaube, wir gucken einfach mal auf die Karte. Wenn ich denn jetzt wüsste, wo sie versteckt ist. Ich glaube, die ist hier irgendwo unter dem. Ah, genau, wir hatten den sogar auf Select. Dann schaue ich mal, ob ich das auch so öffnen kann. Genau. Also müssen wir nach Nevaio City. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kommen wir dahin? Genau, wir hatten hier auch sogar noch ein Fahrrad. Habe ich auch noch nie benutzt, glaube ich, im Let's Play. Ist natürlich die Frage, wie bewegen wir uns am besten? Da oben war der Pokémon-Turm. Hier ging's zurück. Ich schau mal kurz im Pokémon-Center vorbei. Wir hatten gerade eine Arena besiegt, das heißt, die Pokémon müssen wieder geheilt werden. So. Dann erinnere ich mich noch, dass er dieses Flapterix oder wie auch immer das Pokémon hieß, angesprochen hat. Das heißt, es ist ganz vorne, und das heißt, wir müssen mal ein bisschen ausräumen. Und zwar eine Eishügel kommt jetzt mal nach vorne, da wir, soviel ich weiß, noch recht wenig mit dem gekämpft haben.
So, dann nochmal das Fahrrad. Okay, da gibt's Ruckler. Warte ich noch gerade eine Sekunde. Ruckler, Ruckler, Ruckler. Jetzt geht's. So. Okay, bringt nichts. Gehen wir mal zu Fuß weiter. Ich glaube, wir müssen hier lang. Bin mir aber nicht sicher. So, gehen wir mal hier jetzt lang. Ergibt meiner Meinung nach etwas Sinn. Oh, warte, ich kann mich erinnern, hier was Wichtiges zu finden. Oder auch nicht. Ich habe jetzt keine Lust, alle mit anzureden. Da ich jetzt einfach mal ein bisschen vorankommen möchte. Und zwar in die nächste Stadt. Da oben gibt es einen Trainer. Den bekämpfen wir natürlich. Wenn wir denn nicht runterfallen. So. Ein Clown, der ein Duell auf einem Holzbalken. Wenn das mal nicht cool ist. So, zwei Pokémon, hat zwei, drei an seinem Körper. Und ein Emolga, okay. Bin mal gespannt, ob unser Eistüte gewinnen kann. Ich versuche jetzt erstmal mit einer Stahlattacke, dürfte nicht stark sein. Moment, Stahl, Elektro. Eigentlich müsste Stahl zwar schwach sein, aber ich versuch's mal. Dann sehen wir immerhin, ob ich mich jetzt nicht irre. Rein logisch müsste aber Stahl schwach sein. Ja. Dann wird es die Lawine tun. Oh, das hat gut reingehauen. Oh, aber eine Eislawine macht das One-Hit. Das ist doch schon mal schön. Umborak. Keine Ahnung, was Umborak ist. Ich lasse mal erst Eistüte drin. Dann können wir es ja austauschen. Ja, tun wir auch, glaube ich, an. Oder wir sind nicht verwirrt, sind aber von der Initiative, denke ich, hinter Simulara. Ah, ich versuch's mal. Ah, okay, ja, wir sind dahinter. Und das Pokémon heißt natürlich nicht Rombak, sondern Simulara. Ich glaube, Rombak war der Trainer. Versuchen wir es mal mit der Kalklinge. Oder eine Wasserdüse. Wasserdüse ist cool. Haben wir noch nicht benutzt. Ist neu dabei. Oh, ist nicht sehr effektiv gerade. Also schon nicht sehr effektiv, aber sieht halt nicht viel ab. So, dann. Das Vieh macht uns ziemlich lange. Der hat schon unsere Eistüte besiegt und jetzt noch fast unser Nick. Hat er noch was für uns? Wenn man oben auf dem Balken ins Wanken gerät, kommt mächtig Stimmung auf. Aber das war doch nicht so, wenn man lang genug steht, dass man auch runterfällt. Ja. So, dann. Oh, ja, genau. In dem Pokémon-Teil gibt es ja Doppelkämpfe. Auch bei wilden Pokémon. Hatte ich schon komplett vergessen. Dann machen wir aber die Flucht. Bringt uns recht wenig und wird uns wahrscheinlich mehr schaden als nützen. So, dann gehen wir hier hin und her, warten bis er da ist und kämpfen gegen ihn. Ein weiterer Clown mit diesmal aber drei Pokémon, schon realistisch, ja. Oh, ein Zapladin. Das wäre auch schon eine Überlegung von mir, ob wir das holen. Ich glaube, ich habe sogar eins gefangen. Oder nee, sonst wäre da oben vorbei. Egal. Machen wir einfach eine Kreuzschere, ist ja auch ein Wasser-Pokémon. Aber Käfer ist, glaube ich, gar nicht stark gegen Wasser. Machen wir es einfach mit der Kalklinge. Ist zwar nicht so effektiv, aber Kalklinge ist einfach verdammt stark und es wird schon klappen. Oh, war sogar effektiver, als ich gedacht habe. Weil Zapladin ist ja, oder ist Zapladin nur ein pures Elektro-Pokémon? Ah, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja Wasser-Elektro und dann müsste es zumindest nicht so effektiv sein. Aber man kann sich irren.
dann hätten wir schon mal unseren Nick, Level 34. Und da jetzt noch ein Wasser-Pokémon, oh, ein Navitaub, dann kann auch unser Walter rein. Der macht dann einen relativ kurzen Prozess. Mit einem Funkenflug. So, dann hätten wir Navitaub down und können weitergehen. Ja, ja. Ich habe verloren, bla, hier hast du mein Geld. Irgendwie auch immer das Gleiche mit denen. So, ein Zefritz haben wir auch. Ich glaube, unsere Zefritz ist 29 auch gewesen. Wenn ich mich nicht irre. Oh mein Gott. Da ist tatsächlich unser Nick gestorben. So, und weiter dürfen wir auf jeden Fall entkommen. Irgendwie schon an sich, zwei Trainer besiegt, zwei Pokémon kaputt. Oh, ein wildes Sisokid ist das. Das ist ein... diese besonders farbigen Viecher, oder ist das jetzt einfach zu normal, dass das grün ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Und weil ich mir da jetzt so unsicher bin, tue ich es einfach mal fangen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir es nicht One-Hit wegkloppen. Oh, oh, oh. Ah, das war leider sehr effektiv. Das war ein Fehler. Wie nennt man die? Chin, Shahin? Keine Ahnung, wie man die Pokémon nennt. Oh, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Ah, Shiny, genau. Ich hoffe, es war kein Shiny, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es Glitzert hat, als es erschienen ist. Nochmal glitzern die ja, glaube ich. So, auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Das müssen wir mal anfangen. Und jetzt müssen wir kämpfen. Und unsere besten Pokémon sind natürlich down. Also Nick, an dem Fall. Lass uns testen, wer von uns beiden Träger der des Jet-Ordens stärker ist. Mein Gott, ich hoffe, das gewinnen wir. Das könnte schwer werden. Wenn Nick und Ice-Tüte so angeschlagen ist, okay, ist doch, ist eigentlich ganz fair. Er hat 4 Pokémon, ich habe 4 Pokémon. Dann können wir wenigstens richtig unsere Kräfte messen. Fangen wir direkt mal mit einem Elektronetz an. So, da ist schon mal die Initiative runter. Klar, du bist stark, aber das bin ich auch. Und noch ein Elektronetz müsste eigentlich schon alles gewesen sein. Oh, 2000 Erfahrung ist schon mal nicht schlecht. So, da Shita dürfte eigentlich auch besiegbar sein von unserem Elespin. Und welcher Trainer bitte lässt Silberblick bis Level 33 auf seinen Pokémon? Das ist sehr effektiv. Ladestrahl, naja. Okay, ist schon mal gut, dass unser Spezialangriff gestiegen ist. Versuchen wir es noch mit einem Elektronetz. Oh mein Gott, ein Volltreffer. Das ist ja jetzt sehr unglücklich gelaufen, besonders da unser Petri relativ schnell kaputt geht gegen einen Sodashita. Aber mit Akrobatik dürfte es eigentlich hoffentlich als erstes angreifen, und das auch nichts. War irgendwie klar, dass die Initiative von Sodashita höher ist. Walter setzt sich sehr ungern jetzt ein, da das genauso schnell umkippt, wahrscheinlich wie unser kleiner Vogelgrat. So, dann machen wir es einfach mit Schaufler, dann sind wir auf der sicheren Seite. Oh mein Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, der macht jetzt alle von uns lang. Mein Gott.
Wir dürften eigentlich schneller sein. Deswegen versuche ich es jetzt mit Schaufler. Anstatt einen letzten Beleber auf irgendeinen Pokémon zu verschwenden. Dass sich dann einsetzt und auch direkt drauf geht. Naja, okay, versuchen es einfach mal. Und es war klar, wir sind nicht als erstes dran. Oh shit. Oh mein Gott. Und schon wieder ein Volltreffer, oh mein Gott. Das ist so eine Blamage. Das war ja noch schlimmer als die Niederlage gegen den ersten Arena-Leiter. Oh mein Gott. Ich hoffe, das sieht Gillian nicht, aber der Kurz schaut sich die Folge eh an. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Na gut, diesmal haben wir auch alle Teammitglieder da. Ich hoffe, jetzt gewinnen wir. Aber ich werde einfach nochmal das gleiche tun. Ich werde als erstes unser Elespinnen alles vernichten lassen. Und dann tun wir alle Pokémons gegen dieses scheiße Situwasser verrecken lassen. Echt gegen alles kämpfen, was hier in dem scheiß Gras rumgammelt. Dann tun wir einfach nochmal flüchten. Ja, natürlich Flucht gescheitert und das scheiß Vieh macht uns jetzt wahrscheinlich schon wieder lang. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, deswegen ich flüchte jetzt einfach und tue dann kurz vor dem Kampf einfach meine Pokémon heilen. Das ist mir auch egal. Nagelotz, Kuckmarder. Ah, nee, Kuckmarder ist das. Nagelotz war ja die Vorentwicklung. Es kann nicht sein, dass wir jetzt echt gegen alles kämpfen müssen, was in dem scheiß Gras versteckt ist. Tun wir nochmal flüchten und hoffentlich jetzt einfach mal durch das Gras kommen. War ja so klar. Das ist unfassbar. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Erst verlieren wir gegen den Drecksack, der eigentlich gar nichts kann. Und dann komme ich einfach nicht unterhalb von 2 Minuten aus dem scheiß Gras raus. Ohne einen einzigen Kampf überhaupt zu führen. Und dann scheitert schon wieder die Flucht und wahrscheinlich stirbt jetzt unser Elespin noch. So, jetzt endlich hau ich jetzt einfach einen Trank rein. Doch, Beutel war schon richtig. Eine Limonade ist hoffentlich genug. Und jetzt bitte einfach nicht verlieren. So. Ja, jetzt haben wir schon alles. Ich werde jetzt einfach nach dem Kampf beenden, dann wundert sich Kilian, warum ich erst so weit bin. Ist mir aber auch egal, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, dass den scheiß Trainer da besiegt. Oder den scheiß Scheren. Jetzt tue ich mich aber fast als Mob. Erstmal ein bisschen noch aufpumpen mit dem Spezialangriff. Und dann tun wir hoffentlich das andere Vieh One-Hit wegkloppen. Oder fast One-Hit, ist mir auch egal. So, ein Ladestrahl. Ich habe ein Elektronetz reicht dann, damit wenigstens meine anderen Pokémon, falls Elespinnen verreckt, es besiegen kann. So, hätten wir das schon mal auf dem Level von Renekton.
So, Sotashita, ich hoffe, du stirbst jetzt einfach. Und ich benutze irgendeinen scheiß Spell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, es stirbt. Nein, natürlich nicht. Ich habe aber keine Lust auszuwechseln. Ich versuche es jetzt einfach. Vielleicht benutzt er irgendwas anderes als dieses Versen. Nein, tut es natürlich nicht. So, jetzt wird einfach Wasser mit Feuer bekämpft. Ist mir scheißegal. Und bitte, jetzt schaufel dich einfach ein. Sei als erstes, Walter. Na, es wird auch aus irgendeinem Grund auf einmal die Initiative von Sotashita verschwinden. So. Nick lasse ich bis für den allergrößten Notfall parat. Jetzt versuche ich es einfach mal mit der Eistüte, was wahrscheinlich auch wegen Sido-Wasser drauf geht. So, Eissturm oder Lawine? Ich versuche es mit der Lawine. Bitte. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Oh bitte nicht. Oh Schlecker. Und es reicht einfach. Es kann nicht sein, dass das scheiß Vieh unser ganzes Team besiegt und das schon fast zweimal. Ich glaube, von Gillian darf ich mir später was anhören. So. Jetzt hätten wir das aber endlich mal geklärt. So, jetzt verbrennt unser Nick noch, bevor das andere Pokémon überhaupt draußen ist. So, Evoserp ist ein Pflanze-Pokémon. Da ist Nick natürlich perfekt aufgehoben. Und zerstört das jetzt mit der Wasserdüse. Oder mit der Kalklinge. Nein, natürlich nicht. Jetzt war ich natürlich so schlau, habe uns den Walter schon sterben lassen. Jetzt haben wir natürlich noch Petri und Renekton, die beide relativ schwach gegen Pflanze sind, so viel ich weiß. Oh mein Gott. Also, wenn Renekton dran ist, dann tue ich es auf jeden Fall Nick mit oder Walter mit Leber wiederbeleben. Komm schon. Aruwarte jetzt natürlich nicht mehr so stark. Da wir unter einem halben Leben sind. Haben wir irgendeinen Rückzug-Hieb? Nein, leider nicht. Dann halt noch eine Akrobatik. In der Hoffnung, dass Evoserp einen anderen Angriff benutzt. Oh mein Gott. Bitte Renekton, jetzt gewinn das. Komm schon. Oh, bitte. Oh. Nein, 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 wieso? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, Schrott. Tut mir leid, ich kann das da jetzt echt nicht auf mir sitzen lassen. Ich tue jetzt einfach. Ich will jetzt einfach mal Kilian verarschen. Vielleicht merkt das ja nicht. Ich hau jetzt einfach mal die Eistüte raus. Ich hoffe, ehrlich gesagt, er guckt sich die Pokémon nicht vorher an, bevor er in den Kampf reingeht. Das ist ja. Und ich bin gespannt, ob er den Kampf so gewinnt. Natürlich, er wird wahrscheinlich nicht ein Pokémon verlieren. Ich finde es eigentlich mal ganz lustig. Da macht mich jetzt echt eigentlich ziemlich sauer, dass ich zweimal gegen den scheiß Noob da verliere.
Da, wie machen wir das jetzt am besten? Das Problem ist, ich kann natürlich kein Safe State machen, da wir da technische Probleme haben. Und der wird wahrscheinlich nicht einfach gerade einen Schritt nach vorne gehen und dann kämpfen. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit Kilian. Und ich hoffe, dass er einfach in den Kampf reingeht und dann verliert. Auf Wiedersehen.